Hallo, herzlich willkommen. Wir stellen euch heute ein neues Board vor. Das Compact Wingboard von AK Durable aus Südafrika. AK gegründet 2018, die bauen Surfboards, Kitesachen und jetzt Wingfoil-Sachen und Hydrofoiling, Foils, Boards und so weiter. Das erste Board aus unserer Testreihe ist also dieses Compact-Board. Wie ihr schon sehen könnt, kompakt halt, ne? Ist recht kurz, breit, mit sehr dicken Rails, einer sehr breiten Nase vorne und das ganze Volumen, kann man hier schon sehen, steckt hier drinne. Die Besonderheit bei diesem Board sind diese Apex Rails. Das kann man von der Seite so ein bisschen sehen, dass also das Deck richtig schön breit ist und dass sich die Rails nach unten hin verjüngen und die Fläche, die auf dem Wasser ist, sehr viel kleiner ist als die Fläche oben auf der Standfläche. Und dann haben wir so die Features, die jedes Board, Wingfoil Board haben sollte. Natürlich einen Griff zum Anpacken, zum Tragen, die US-Box, Doppelfin-Box für alle gängigen Foil-Modelle kompatibel. Das Ventil, das sich automatisch das Board automatisch entlüftet, haben wir dann hier. Bitte nicht rein- oder rausschrauben, das passiert alles automatisch. Eine Standfläche, die wunderbar funktioniert, haben wir ja getestet, schön weich. Dann haben wir eine ordentliche Konkave im Deck. Das kann man von der Seite auch noch so ein bisschen sehen. Das also dafür sorgt, dass man beim Stehen automatisch die richtige Position mit dem Fuß findet. Das ist auch ganz cool. Ein Tailkick. Der hilft dann beim Touchdown sofort wieder loszukommen. Und wie sich dieses Board im Wasser fährt, das könnt ihr dann alles ausgiebig im Testbericht lesen, im Online-Magazin, auch Bilder dazu und ein Video noch mit ein paar Action-Bildern auf dem Wasser. Okay, viel Spaß dabei.